Hallo und willkommen zurück zur nächsten Aufnahmerunde bei Ad Infinitum. Ich habe jetzt mindestens eine Woche lang nicht mehr gespielt. Und ich muss erstmal selber wieder in das Spielgeschehen hereinfinden. Ich hoffe, es gelingt mir so relativ. Ich weiß immer noch, also ich weiß noch, dass es, dass die Familie sehr ganz, also dass der Großvater, der alte Militärbolzen, doch ein bisschen krasse, ich sag mal für mich gesehen krasse Ansichten gegenüber seiner eigenen Familie fährt. Erfolgreiche Jagd 300. Ich habe dafür kein Verständnis. Für sowas habe ich abs, also für Jagdtourismus habe ich null Verständnis. Ich weiß zum Beispiel, warum man mal einen Bären jagen möchte, aber ich würde zum Beispiel einen Bären dafür jagen, dass ich den mir ausstellen kann, sondern einfach nur, wenn ich das bräuchte und wenn ich mich selber versorgen würde. Er ist ein guter Lieferant. Ich würde auch nicht übermäßig viel jagen. Ich würde mir wirklich nur maximal einen Bären jagen. Fertig aus. Und mit einem Bären kommst du schon eine gute Zeit lang hin. So, aber das Problem ist, würde das ja jeder machen. Mittlerweile auf der Welt, jeder Mensch. Würden wir das Ökosystem sehr weit stören. Was leider immer noch sehr, sehr häufig passiert. So, ich wollte noch na komm, in den Garten hier reingehen. Genau, hier war ich nämlich hängen geblieben. Wir hatten uns hier ein bisschen in der Bibliothek umgeguckt, viel gelesen. Wie gesagt, ich gehe mit seiner Ansicht nicht konform. Vor allem auch, was er teilweise über, ich glaube, über unsere Mutter hier sagt. Und naja, ich muss jetzt erstmal ganz kurz mal. Haben wir den Zettel gelesen? Weiß Viel ich zu gar nicht. lange habe ich mich von meiner Feigheit lähmen lassen. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Mit ruhiger Hand auf das Ziel konzentriert. Wie damals, als ich die Gazelle erlegt habe. Wohl gesagt, aus Spaß, Jux und Tollerei. Ja, wie gesagt, früher, das ist einfach nur Trophäen. Ich habe das gejagt. Ja, man kann jetzt wiederum sagen, na, die haben. Wir müssen hier ein Horn drauf basteln. Ich sag's mal so: Auch Jagdtourismus, die haben sich eine Trophäe davon mitgenommen, was sie gejagt haben. Ich denke mal, der Stamm für. Also wo der die bezahlt hat für. Weil man sieht das ja auch immer sehr krass. Ja, Wilderei ist Kacke. Aber manches wird auch dann zu krass gesehen. Ich denke mal, wenn man eine Ortschaft dafür bezahlt. Na gut, aber es ist trotzdem noch der eigene Wohlgefallen. Ja, das ist. Ja, es hat moralisch zwei Werte, ne? Das Jagen, dieser Jagdtourismus. Auf einer Seite könnte man sagen, ja, Jagdtourismus ist falsch, weil viele holen sich wirklich nur Trophäen und lassen das Fleisch in der Wildnis verrotten. Wirklich, ohne Flachs. Da hat noch nicht mal die Ortbegebenheiten was davon. Auf der anderen Seite würde ich das verstehen, wenn die wenigstens die toten Kadaver mitnehmen und das auch verwerten für ihre eigenen Dörfer etc. Was die vielleicht auch machen. Also ich weiß es nicht. Ich bin da nicht involviert in sowas. Und ich will, wie gesagt, sowas auch nicht gutheißen. Wie gesagt, aus Jux und Tollerei. Ja. Wie gesagt, bei uns wird ja auch viel in den eigenen Wäldern gejagt und so weiter. Weil das auch teilweise vonnöten ist. Wie zum Beispiel bei Rehen. Weil Rehe haben ja keine natürlichen Feinde mehr großartig bei uns. Ja, jetzt können wir wieder sagen, dies und das und der Wolf ist wieder unterwegs und so weiter und so fort. Ja, aber trotzdem haben die Rehe bei uns jetzt nicht großartig so viel auszustehen. Auch Wildschweine, ja, wenn die Population Überhand gewinnt, müssen Jäger halt eben ein paar davon schießen.
Und die werden ja auch nie einfach so aus Jux und Tallerei geschossen, sondern weil die halt eben auch notwendig sind, damit die auch das Ökosystem an sich nicht zerstören, wenn es zu viele werden auf einem Fleck. Und auf der anderen Seite halt eben ein paar jagen sich wirklich ein, zwei Wildschweine für sich, für ihren Gebrauch. Ja. Und die restlichen Wildschweine, die könnten ja auch an eine Fleischerei verkauft werden oder abgetreten werden oder für gute Zwecke gespendet werden, die Körper, dass die halt eben daraus was machen könnten. Früher gab es eine Figur auf dem Springbrunnen. Okay, die Figur müssen wir auch suchen. So, wie gesagt, ich weiß ja, wo das Horn ist von dem Tierchen. Das ist hier drinne. Da brauchen wir erst einen Schlüssel, um da reinzukommen. Und ich habe den Schlüssel leider nicht. Du hättest uns sehen sollen. Ja, nein. Wir waren eins mit unseren Pferden. Ja. Eine wahre Streitmacht. Ein Kavallerist halt vor eben. Vor Paris standen wir. Vor Paris. Ja, das wissen wir schon. Wir hätten alles haben können. Nee, bitte nicht. Alles. Wer hat das gemalt? Es kann nicht dein Bruder gewesen sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir es sogar selber gewesen, die das gemalt haben. Das Gärtnern überlässt du anderen. Ich muss ehrlich sagen, mit meinen Pflanzen, die ich bei mir hier zu Hause habe, habe ich irgendwie ein gutes Händchen für irgendwie. Die müssen jetzt mal wieder mal gegossen werden, ja. Aber die kann ich auch einfach mal eine ganze Zeit lang nicht gießen. Die nehmen es mir überhaupt nie übel. Was mir eine Pflanze mal sehr übel genommen hat, dieses ach so gesunde Bio-Zeugs. Hier Wasser, also das war Wasser mit hier einen gewissen Fruchtgurkenanteil. Und das andere, das hat meine Pflanze... Es hat wie Fuß geschmeckt. Es hat überhaupt nie geschmeckt. Es sollte aber ach so gesund sein. Und im Endeffekt habe ich das in die Blumen gegossen, weil ich mir dann gedacht habe, haben wenigstens die Blumen etwas zum hier. Hat der Boden ein bisschen mehr Nährstoffe, weil eigentlich dürfte es dann nichts. Ist ja irgendwo Bio gewesen. Und im Endeffekt, was ist mit der Pflanze passiert? Die Wurzeln sind eingegangen, die Pflanze hat gesagt und tschüss. Jetzt kommt mal was ganz Interessantes, sollte man bitte nicht machen. Ich weiß nicht, warum es meine Pflanzen so gut abgehalten haben. Ich hatte mir hier diese kleinen Flaschen geholt. Ja, es war Zero-Zucker drin. Das waren solche kleinen Flaschen, die gab es dann so in... Mit blauen Deckel, mit grünen Deckel, das ist so eine 330 ml hier Energy-Trinkflasche gewesen, so eine kleine. Mit einem X drauf, keine Ahnung, was hier, welche Marke das war, weiß ich nicht mehr. Okay, hier hinten kommen wir nicht hin. Und da habe ich das Zero-Zeugs auf eine Flasche auf alle meine Pflanzen, das sind insgesamt 12 Blumentöpfe, verteilt. Die Pflanzen haben ein ganzes Jahr lang geblüht. Und bei dem Bio-Zeug sind sie eingegangen. Findet den Fehler. Komisch, oder? Meine Mutter war immer da, wenn ihr zu nah am Brunnenrand gespielt habt. Nun hast du auf sie aufgepasst. Was? Nun hast du auf sie aufgepasst. Okay. Naja, nee, dass die Mutter dann gesagt hat, ich will nicht mehr. Flupp. Hallo? Aber auch ein geiles Gewächshaus, ne? So. Wo kommen wir hier hin? Schreit uns gleich irgendwie die Mutti an. Kommt sie gleich mit 100 Atü uns ins Gesicht geflogen. Okay. Den Brief erstmal wieder weg, sonst kann ich es nicht richtig lesen. Brief, Aufschwung. 3. März 1915. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Erforschung und Produktion
von Kampfmitteln haben unserem Unternehmen endlich den lang erhofften Aufschwung gegeben. Wir haben die Zahl der für uns tätigen Chemikanten erhöht und weitere Fertigungsstellen eingerichtet. Ich denke, Ihr Herr Vater wäre sehr stolz gewesen, da sich nun gerade der Dienst für den Sieg des Vaterlandes als so lohnend erweist. Grubert, stellvertretender Direktor, Farbenfabrikanten Karl von Schmidt und Co. Berlin. Ja, auf Steam gibt es vorwiegend positive Rezensionen zu dem Spiel. Und viele haben aber bemängelt, dass hier viel zu lesen ist. Ich muss ehrlich sagen, bei solchen Spielen, es gibt immer viel zu lesen. Ja, es ist nun mal halt eben so. Und ja, man kann sagen, die Geschichte der Statue sieht aus... Das Gesicht der Statue sieht aus, als sei es weggefressen worden. Okay. Da soll man sich... Gut, manchen Leuten gefällt es wirklich überhaupt nicht, so viel lesen zu müssen. Weil lesen interessiert mich nicht. Ja, klar. Okay. Ja, viel... Muss ich ehrlich sagen, war früher bei mir auch so der Fall, bis ich dann irgendwann angefangen habe zu lesen. Ein Päckchen mit Salz. Ich würde lieber gerne jetzt hier so einen Bannkreis ziehen, also dass auf einmal ein Dämon kommt und uns hier anfängt wegzunaschen. Was ist das? Flasche. Auf dem Etikett steht Schwefelsäure. Nicht so cool. Mit Schwefelsäure will ich lieber eigentlich gar nicht rumspielen. Okay. Chemikalien mischen. Dreh das Ventil, um die richtige Temperatur zu finden. Ich will ja drehen, aber nutze es, um das Rätsel zu verlassen. Salzsäure. Du hast Salzsäure hergestellt. Der stechende Geruch ist unerträglich. Kann ich damit jetzt die Schlösser aufschmelzen? Ist das eine Möglichkeit? Bitte mach das Feuer aus. Wir haben jetzt Salzsäure hergestellt. Nee, die muss dahin. Okay, was kommt hier rein? Na, das ist leer. Das sehe ich. Weggefressen. Da haben die, hat er bestimmt mit einer Chemikalie getestet. So, hier ist nichts mehr. Salzsäure. Zur Erzeugung von Salzsäure mische und erhitze Kochsalz und Schwefelsäure, bis es kocht. Laut der Notiz an der Tafel ergeben sogenannte Wilhelmswasser und Salzsäure im Verhältnis 3:1. Gemischt etwas namens Panzerfresser. Okay. Ach so, und damit kann ich dann die Schlösser aufknacken, oder was? Aber wo kriege ich denn das andere her? Weil hier ist nichts mehr. Nee. Da auch nee. Hier nee. Also was brauche ich jetzt noch? Sogenanntes Wilhelmswasser. Salzsäure habe ich. Wilhelmswasser brauche ich. Okay, wo kriege ich das Wilhelmswasser her?
Ich glaube nicht von hier. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das kommt äußerst selten vor. Okay. Okay, warum ist da rechts bei mir am Rand gerade dieser Fehler? Der ist aber nur hier. Hier. Rechts am Rand. Dieser komische Fehler. Ne, hier ist er jetzt auch. Ne, der ist jetzt permanent. War der am Anfang auch schon? Hier, der Fehler. Fällt mir jetzt gerade erst so richtig auf. Ja, aber muss ich da jetzt rein? Muss ich da jetzt sowas rausholen? Wie gesagt, die Mutter war vorhin sehr auch hier durchgegeistert. Warum habe ich denn jetzt aber jetzt... War wirklich am Anfang, war die ganze Zeit schon dieser Fehler am Rand? Oder ist er jetzt erst passiert? Nee, damit kann ich nichts anfangen. Damit kann ich nichts anfangen. Ach, das, wie gesagt, das fällt mir jetzt erst so richtig auf, ne? Hoch kann ich nirgendwo. Ist der hier auch der Fehler? Ja, der ist hier auch. Muss ich mir mal die alten Aufzeichnungen mal angucken, ob der auch da schon war, der Fehler. Weil es kann sein, weil ich habe hier an den Einstellungen ein bisschen was geändert von meinem Bildschirm, dass dadurch etwas hier sich verändert hat. Muss doch jetzt hier alles mal öffnen, mal reingucken. Du glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft, okay? Irgendein Buch deines Vaters, das bringt dich nicht weiter. Oder hatten wir das schon mal alles oft gehabt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Du glaubst nicht, dass dieses Buch dir weiterhilft? Oh, Vitrinenschlüssel. Der kleine Vitrinenschlüssel war in einem Tagebuch versteckt. Das ist der bestimmte... 10. August 1917. Ich habe sie. Die Formel, die uns zum Sieg verhelfen wird. Eine Säure, die gegnerische Panzerwaffen zersetzen kann. Der Panzerfresser. Eisen und Stahl haben dieser Säure nichts entgegenzusetzen. Eine Waffe noch effektiver als unsere neuen Maskenbrecher-Kampfmittel. Die Formel liegt sicher im Tresor, geschützt von dem Andenken an meinen Herrn Vater. Ja, am Anfang hatten die ja keine Aktivkohle in ihren Filtern drinne. Und mit Chlorgas ist man, glaube ich, durch die Maske durchgekommen. Und das war der Maskenbrecher. Irgendein Buch deines Vaters, das bringt dich nicht weiter. Alles klar. Okay. Ich denke mal, das ist der Vitrinenschlüssel gewesen. Da gucken wir mal in die Vitrine. Und holen das Horn raus und mal gucken, was uns das Horn bringt. So, was ist das mal hier mit dem Zettel? 26. August 1916. Ich hatte einen seltsamen Traum. Wie damals habe ich Vater zu meinem 32. Geburtstag in Afrika besucht. Wie damals habe ich die Gazelle geschossen. Ich weiß noch, wie anerkennend Vater damals genickt hat.
Meine erste und einzige weite Reise. In meinem Traum aber war ich plötzlich wieder Kind. Mein Bein war nicht steif und krank. Endlich konnte ich mit Vater reiten. Wir sind quer über die ganze Welt geritten. Von Afrika bis China bis nach Amerika. Er war stolz auf mich. Wie oft erzählte er mir, dass Mann und Pferd im Kampfe zu einer Einheit verschmelzen müssen. Doch ich konnte nie mit Vater reiten. Nie konnte ich es lernen. Ich weiß, was für eine Enttäuschung ich für ihn war. Schon seit meiner Geburt. Wenn ich selbst nur an die Front ziehen könnte. Doch das verfluchte Bein will nicht. Es wollte nie. Na, vielleicht ist es auch das Schicksal gewesen, dass du nie an die Front solltest. Denk mal daran. Oder hat er jemals dran gedacht? Tja. Manchmal sind die Schicksale oder ist das Schicksal unergründlich? Das Horn einer Gazelle. Bleib zu! Bleibst du zu? Bleib zu! Bleib zu! So, jetzt halte ich die ganze Zeit das Ding unten. Na, habt ihr heute sonst noch was vor? Das Ding muss Biakra geschluckt haben. So, dann mal hier das Horn drauf. Okay, die eine Kombination. Jetzt brauchen wir noch eine Kombination. Götter sind wir. Aber 1908 vielleicht? Oder 1840? Aber das Feuer. Das Feuer. Weltenbrand. Der Tod. Der Götter. Unser Tod. Na komm, dreh weiter. Okay, die Kombination stimmt nicht. Warte mal, hier steht noch was. Asche zu Asche, Ruhe in Frieden, großer General. Das ist doch ein Hinweis. Das ist doch da. Vielleicht 1908. Aha! Na komm. Das geht auf, das ist schwer! Ist offen. Huh! Was haben wir hier? Wilhelmswasser. Chemischer Behälter. Auf dem Schild steht Wilhelmswasser. Zur Erzeugung des eisenzersetzenden Panzerfressers muss die beiliegende, vorbereitete chemische Mischung, ich habe sie Wilhelmswasser getauft,
im Verhältnis 3 zu 1 mit Salzsäure verbunden werden. 3/4 Wilhelmswasser auf 1/4 Salzsäure. Nur reine Salzsäure. Und das exakte Mischverhältnis resultieren in Panzerfressersäure. Sie wird alles verändern. Hoffentlich. Mal sehen. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Panzerfressersäure erstelle. Weil ich habe gedacht, wir müssen die herstellen, um da reinzukommen. Aber habe ich irgendwas in meinen Gedanken jetzt gerade wieder übersehen? Das ist aber wirklich nur die rechte Seite, ne? Die linke Seite ist es nicht. Das ist wirklich nur auf der rechten Seite. Wie gesagt, es kann sein, dass durch die Bildschirmeinstellung da ein bisschen ein Fehler passiert ist. Aber erstmal stellen wir die Säure her und dann gucken wir erstmal weiter. Wie gesagt, ansonsten muss ich mal versuchen, mal das Seitenverhältnis wieder auf automatisch zu stellen, weil das habe ich auch auf 16 zu 9 gestellt. Aber dass es daran liegen könnte, keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss mir auch mal in zwei alte Folgen mal angucken. Das ist mir wirklich am Anfang noch nie aufgefallen. Oder muss ich mal hier beim Spiel mal gucken, ob ich da noch was einstellen muss. So. So, was? Okay. Dann machen wir mal 1, 2, 3 und dann das hier oben mit der Salzsäure. Panzerfressersäure. Yeah. Auch egal jetzt, für was ich die brauche. Panzerfressersäure. Es heißt, diese Säure kann Metall zersetzen. Sie riecht seltsam. Fast kannst du sie auf der Zunge schmecken. Das will ich eigentlich gar nicht. Kann ich mir jetzt so viel machen, wie ich will? Das hat ja gar nicht abgenommen. Okay. Wozu ich mir die auch immer gebaut habe. Ja, das ist auch auf der linken Seite, dass da links was angezeigt wird, dieses EN-Punkt. Das weiß ich auch nicht, was das sein soll. Wir haben jetzt Panzerfresser und Säure und Zündhölzer. Okay, Mission. Ätzet die Kette an der Kellertür auf. Wir haben die Kellertür. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass uns irgendwas mal mörderisch einfach erschrecken wird. Okay. Ach, das war die Tür, genau. Waren wir doch richtig gelaufen? Haben wir den Zettel schon gelesen? Karl sagt, im Keller sind alle Antworten. Aber er lässt mich nicht hinein. Er will uns umbringen. Ich weiß es.
das werden wir gleich sehen. Ich bin auch mal wirklich gespannt, ob wirklich die Antworten da drin sind. Ach so, noch. Schöner Weinkeller. Eine andere Frage, muss das Grammophon hier so leiern? Ich hab echt Bammel. Das Glas lässt mich nicht klar denken. Ein Fenster stand offen und ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Diese Hirngespinste nicht mehr ablenken lassen. Es ist fast geschafft. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist ein Tor, ein Ausweg. Die ersten Tauben sind schon hindurch. Und wieder einmal Tauben. Ist da wirklich jemand? Tod. Das hätte ich mir auch denken können, aber warum Tauben? Die armen kleinen Piepsis. Auch wenn ihr fliegende Ratten seid, aber ich mag Vögel. Oh je. Sind wir jetzt Geschichte? Wieder mal im Niemandsland. Uha. Ein Gefallener? Und wieder mal. Und wieder mal sind wir auf dem Schlachtfeld des Grauens.
Aua! Hey! Alter! Hört bloß auf! Hört auf mit dem Mist! Die Artillerie trifft echt gut. Und wieder zieht ein... Ich weiß nicht, ob das hier Staub ist oder ob das eher aus einer Kartusche kommt. Ja, das ist böse. Ich muss immer ein bisschen warten, bis der Wind abgeflaut ist. So, jetzt. Da war wieder Estral. Alter! Bitte hört auf! Wen haben wir hier? David Brauer. Ein Franzosen aus Reims. Namen konnte ich leider nicht aussprechen. Tut mir leid, es wäre echt nach hinten losgegangen. Au. Hey Junge! Aus Dijon. Ist aber ein Deutscher. Hat aber eine französische Marke gehabt. Interessant. Otto Hülka aus Preußen. Aua! Aua! Boah, Alter, das hätte mich weggefetzt. Alter. Jetzt wieder ein Helm auf von der Erkennungsmarke, oder? Ne, hier ist ein Helm auf keiner Erkennungsmarke. Das ist ein bisschen komisch. Ich sehe auch gerade absolut ja nicht. Boah, nee, ich gehe. Ciao, ich geh. Oh, da ist wieder der Graben. Und rein mit uns.
Also die Artillerie ist echt, echt krank. Warte mal. Und auf das Ding. Okay, hier haben wir wieder dieses Verletztenbett. Oh. Hi, Bruder. Ja, die Puppe starrt mich mit stechendem Blick an. Das ist genau die Puppe, die wir beim letzten Mal herbeigerufen haben. Alter. Kann bitte die Artillerie aufhören? Alter, das ist nervig. Karl Junot aus Brest. An Yvonne. Auf Französisch. Meine liebste Yvonne. Ich zähle die Tage, bis wir uns wiedersehen. Hier ist es nicht so schlimm. Glaub nicht den Geschichten, die du hörst. Viel Lärm um nichts. Und bald ist es auch vorbei. Ich spiele immer unser Lied. Also bleib tapfer. Ich bleibe es auch. Für unseren kleinen Lockenkopf. Küssi von mir. In Liebe, dein Oscar. Ich denke mal, er wird es wohl nicht geschafft haben. Oh, hier ist noch irgendwas. Gasangriff. Auf Französisch. Meine Kameraden sind weg. Als das Gas von den Deutschen kam, haben sie sich die Masken vom Gesicht gerissen. Sie haben geschrien, als es ihnen die Lungen verätzte. Wie Schweine auf der Schlachtbank. Sie sind alle verreckt. Jetzt ist es, als wären sie nie da gewesen. Ich habe die Maske aufbehalten, aber ich kann kaum atmen. Gott, bitte hilf mir. Und was haben wir hier darunter? Oh, die Erkennungsmarke. Ist das hier ein Bug? Kriege ich die irgendwie weg? Ich komme nie ran. Ich krieg die nie. Ja, hier liegt. Hier ist Holz drauf gefallen. Ich krieg die nie. Das ändert sich nie. Ja, das ist ein Bug. Ich krieg die Erkennungsmarke nie. Das ist dumm. Das ist blöd. Reindrutschen müsste ich jetzt einmal drauf gehen oder so. Mal sehen. Oder das Holz muss irgendwie getroffen werden, dass es wegfliegt. Auf jeden Fall, das Holz, das verhindert es, dass ich die Marke aufnehmen kann. Ärgerlich, sage ich euch. Das ist ärgerlich. Boah. Aber wozu sind die Verstecke hier? Das Lied von Carone. Auf Französisch. Nach 8 kurzen Tagen ist der Urlaub nun um. Und wir kehren in unsere Gräben zurück. Unser Platz ist
hier ist sehr wichtig, denn ohne uns wäre die Stellung verloren. Aber damit ist Schluss. Wir haben genug. Niemand hier will mehr marschieren. Mit schweren Herzen, ja unter Tränen, winken wir zum Abschied denen in Zivil. Ohne Trommeln für uns, ohne Trompeten, ziehen wir nach dort oben, ziehen mit gesenktem Haupt. Lebe wohl Leben, lebe wohl Liebe, lebt wohl all ihr Frauen. Es ist vorbei, für uns ist es, ist er vorbei, dieser schändliche Krieg. Dort in Carone, auf dem Plateau, da sollen wir endlich sterben, weil sie uns dazu verdammt haben. Wir sind diejenigen, die sie opfern. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir landen immer wieder im gleichen Graben. Nee, das ist diesmal doch ein anderer. Unsere Mine reicht jetzt fast bis unter die deutschen Gräben. Da wir beim Graben seltsame Geräusche gehört haben, befürchtet unser Kapitän, dass die Borges uns entgegentunneln und dann Gas in unsere Stollen einlassen. Nun graben wir also nur noch bei Nacht und so leise wie möglich, die Waffe immer im Anschlag. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mal einen Film gesehen, der war auch sehr gut gemacht. Da handelte auch über das Grabenschanzen im Ersten Weltkrieg. Und da war auch ein Soldat darunter, der noch relativ jung war, aber leider geistig komplett abgedreht war, weil er förmlich die Deutschen schon auf der anderen Seite kratzen hören hat an den Wänden. Und dann kam eines Tages wirklich der Tag, wo die durchgebrochen sind. Lauf in Unterstände, um sich vor Feinden zu verstecken. Ja, das Problem ist, ich habe bis jetzt noch nicht großartig irgendwelche Feinde gesehen, ne? Ich höre das Geräusch, ein Stampfen und Schreien. Es wird jede Nacht schlimmer. Das ist nicht der Feind. Es kommt von unten, aus der Erde. Oh je. Ich glaube, jetzt geht's mal los. Mit sowas. Oh oh. Ja, ja. Wie nannten die sich bei Stalker beim ersten Teil? Snorks. Er wacht gleich auf, pass auf. Okay, das ist doch schon eine sehr weit fortgeschrittenere Variante. Gasschutzmaske 1917. Diese Gasmaske verfügt über einen extra starken Filter,
der auch den Maskenbrecher-Komponenten deutscher Kampfstoffe widerstehen sollte. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob da schon hier Aktivkohle drin ist. Hallo? Tut mir echt leid, mein Freund, aber... Alter, was bist du denn? Wut. Überlebe die erste Begegnung mit der Wut. Alter. Sind sie hier hin und her geritten oder? Ist wieder in der Marke. Die kann ich wieder aufheben. Okay. Ich gehe nochmal kurz zurück zu, der anderen Stelle. Mal sehen, ob sich das Holz vielleicht verabschiedet hat. Ob ich da nochmal... Alter. Ich habe keinen Bock, diesem Typen oder diesem Wesen nachzulatschen. Geht aber auch nie weg, das Holz, ne? Und von hier aus sehe ich das besser, aber ich komme nie ran. Ne, ich komme einfach nicht ran, ne? Weil das Stück Holz hier drauf liegt, ich komme nie ran. Naja. Ich war wieso der Meinung, ich habe mir alle. Und wenn es doch am Ende die einzige ist, die mir noch fehlt, finde ich das echt gemein. Aua. Vor allem gibt es auch einen Hinweis, wann der hier vorbeigeritten kommt und wann nicht. Oha.
Hier sind seine Dibble-Double-Schritte. Und ein Zettelchen wieder mal. Sie kommen. Auf Französisch. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Jetzt weiß ich, was diese gigantischen, brennenden Kreaturen sind. Es sind die gefallenen Soldaten und ihre Kriegsrösser aus alter Zeit. Wir haben ihre Ruhe gestört. Sie kommen. Bald müssen wir mit ihnen reiten. Okay. Ich hoffe es eher weniger. Und wieder mal ab in die Gräben. Okay, zurück geht nicht mehr. Hinter mir ist natürlich der Stollen eingestürzt. Es ist also doch kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet er zum Kompanieführer gemacht wurde. Der frisch gebackene Leutnant. Vater hat es gestanden, als ich in Berlin war. Er hat Kontakte in der Heeresleitung spielen lassen. Aber ob das immer so gut ist, nur Kontakte spielen zu lassen, am Ende ihn auf einen Posten zu setzen, der eigentlich vielleicht am Ende gar nicht für diesen Posten geeignet ist, nur um der eigenen Familie, ich sag trotzdem, die Finanzen zu sichern? Ich weiß nicht. Wenn jemand für einen Posten nicht geeignet ist, sollte er diesen Posten leider auch nicht aus meiner Sicht besetzen. Ich habe das Gefühl... Ach. Boah, ich war jetzt gerade erschrocken. Dabei war nur im Estrad hängen geblieben. Boah, Alter. Ja, Selbstmordstiege. Ja, so sieht das auch leider aus. Oh, guck mal. Kalle hängt dort hinten wieder. Da ist unser Bettchen wieder. Ne, ist ein anderer Kalle. Okay. Gut, aber wie gesagt, erstmal tief durchatmen, den Schreck verarbeiten, erstmal hier ein paar Bohnen essen. Was Stühlchen setzen. Boah. Puh. Ich muss ehrlich sagen, also ein krasseres Spiel mit Schützengräben habe ich bis jetzt noch nie gespielt als das. Also von der Atmosphäre ist das echt wahr. Also für mich gesehen ist es echt Wahnsinn. Puha. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich mitnehmen kann? Da kann ich nicht durch. Schade eigentlich. Das ist wieder ein Bett, falls ich drauf gehe, dass ich hier wieder spawnen kann. Gut. Aber erstmal, wie gesagt, tief durchatmen. Wusa.